wozu wollen diese Alten eine noch höhere Rente? Wozu wollen diese Alten eine noch höhere Rente? Ihnen geht's doch gut. Wir Jungen lassen's krachen und spucken in die Hände. Wir Jungen lassen's krachen und spucken in die Hände. Jetzt sind wir am Zug. Egal ob oder alt, gemeinsam sind wir stark. Warum hängen diese Alten an alten Volksparteien? Warum hängen diese Alten an alten Volksparteien? Haben die sich nicht überlebt? Uns Jungen gefallen, die am schrillsten schreien. Uns Jungen gefallen, die am schrillsten schreien. Fakten sind obsolet. Eine Mehrheit für Freiheit und Recht. Zur Hölle mit dem Herrn und seinem Knecht. Dorthin verbannt Angst und Hass, geschürt von Fake News ohne Unterlass. Warum wollen Internetkonzerne unser aller Daten? Warum wollen Internetkonzerne unser aller Daten? Was schert uns deren Strategie? Wir wollen doch nur die hipsten Apps laden. Wir wollen doch nur die hipsten Apps laden. Haben die Alten keine Fantasie für Friends? Und Likes kann man nicht kaufen, aber sich im Internet verlaufen. Hab Acht vor virtuellen Echokammern. Lass nicht deinen Verstand ausklammern. Warum beharren diese Alten
auf dem Grundgesetz. Warum beharren diese Alten auf dem Grundgesetz? Auf Menschenwürde und Bürgerfreiheit. Wir Jungen machen keine Politik, wir leben nur im Netz. Wir Jungen machen keine Politik, wir leben nur im Netz. Selbst für Tatort haben wir keine Zeit. Wer nicht rebelliert, wenn Tatenklau regiert, hat nichts kapiert. Warum haben andere häufig eine bessere Bildung? Warum haben andere häufig eine bessere Bildung? Warum ein größeres Erbe? Fragen erschließen die gesellschaftliche Spaltung. Diese Fragen erschließen die gesellschaftliche Spaltung. Engagiert euch im politischen Gewerbe. Sind wir stark, eine Mehrheit für Freiheit und Recht, zur Hölle mit dem Herrn und seinem Knecht. Dorthin verbannt, Angst und Hass, geschürt von Fake News ohne Unterlass. Für Friends und Likes kann man sich nichts kaufen, aber sich im Internet verlaufen. Ab 8 vor virtuellen Kammern, lass nicht deinen Verstand ausklammern. Wer nicht rebelliert, wenn Datenklau regiert, hat nichts kapiert. Wer nicht erkennt, Gesellschaft trennt, hat sein Leben verpennt. Auch wenn rechts und links uns verlacht, wir rütteln an der etablierten Macht. Jetzt kennen wir kein Halten, nicht die Jungen gegen die Alten, sondern Arme gegen Reiche. Stellt endlich die richtige Weiche.